Komm, Mo! Komm, Mo! Er meint, das ist eine gute Idee, mit dem Fuß jetzt schon wieder Auto zu fahren, Mo. Ich weiß nicht. Hörst ja quietscht ein bisschen immer, aber. Ist das der Fuß? Ich würde sagen, jetzt erstmal so zum Wachwerden. Ein Burger, oder? Dankeschön. Frühstück muss sein. Geht natürlich auf mich, Bruder, gar kein Problem. Nach Video gibst du mir bitte Geld, danke. Das erste Mal wieder in Fußballschuhen. Wie fühlt es sich an nach gut einem halben Jahr? Ein bisschen schwerer wegen dem Metall dran, aber sonst kann man machen. Freunde, das ist tatsächlich Moos erstes Mal wieder richtig auf dem Fußballplatz mit Fußballklamotten, mit dem Cyborg-Fuß. Wie fühlt er sich an? Wie geht's ihm? Ja, schon besser. Quietsch ein bisschen, aber sonst. Okay. Aber wir wollen den Fuß jetzt hier nicht zu sehr belasten, deswegen fangen wir in der ersten Challenge mal hier mit so einem Ball an, oder? Ich glaube, das ist besser für den Fuß. Du musst aufpassen, dass du mit einer Schraube da nicht den Ball kaputt stichst. Wir machen Elfmeter-Challenge ganz gleich zum Reinkommen, aber mit BAM! Die Reflexe, die sind auch weg. Die sind bei der OP verloren gegangen, Alter. Können wir einmal nochmal so ein Röntgenbild von deinem Fuß einblenden? Hast du das digital? Hab's digital. Okay, hier. Dann hier einmal. Ein Bild von Moos Fuß. Sieht lecker aus. Also Freunde, Elfmeterschießen, aber es wäre ein bisschen zu schwierig, wenn der Torwart alles sehen würde mit seinen Augen. Deswegen machen wir so. Und das noch drüber. Geil. Wenn der Torwart ist blind und jeder schießt 5 Elfmeter. Bist du ready da, Mo? Ich bin ready. Bisschen. Yeah, boy. Bisschen, ja, perfekt, ne? Ist auf jeden Fall ready. So lange ich auf dem Fußballplatz gewesen, da wäre ich auch geil, Alter. Ich schieße als letzter, Freund, ich gehe ins Tor. Also Leute, normalerweise geht es ja darum, Tore zu schießen, ne? Aber für mich jetzt in dieser Challenge nicht. Ich fetze einfach voll auf Lukas und hoffe, dass ich ihn am Kopf erwische, würde ich sagen. Das kannst du ja nicht halten. Das Ding ist, ich wollte nicht mal nach rechts unten schießen. Und trotzdem ist er eingeschlagen wie eine Kanone. Der erste Schuss. Ich hoffe, die 6 Schrauben halten noch, sonst wasted. Gar nicht! Ja, er hat ihn. Heute jetzt im Tor mein erster Schuss für mein Bre Sabitzer. Oh! Ja! Digga! Oh. Egal, im nächsten Versuch wird Mo verletzt. Wieder. Ich war's ein. Was ein Ding. Das war Antäuschmanöver des Todes. Okay, noch kein Tor, Freunde. Das muss ich jetzt ändern, aber man weiß nicht, soll man jetzt dem Jungen in die Fresse schießen oder probieren, Tor zu schießen? Keine Ahnung. Go. Hast du ihn gespürt? Ja, ich hab ihn auf den Kopf bekommen. So durch ihn durch, Alter. Erstmal eine Round the World für gutes Glück. Aha. Da lassen wir mal lieber, ne? Mission Spidey töten, activate. Ja! Mission 2, die töten war erfolgreich. Aber ich will doch eigentlich nur den Mo töten, deswegen habe ich mir die Challenge überhaupt ausgedacht. Das war nur hier, um den Mo umzufetzen. Verstände, Alter. Er nimmt gerade Anlauf. Junge! 20 Minuten später. Jetzt, pass auf. Ich wollte ihn erst mal so ein bisschen müde machen. Fällt auf sein eigenes Stick. Oh, lag in den Boden. Du hast den Kopf eingezogen, Alter. Der ist einfach dead gegangen. Moos Leben wurde gesaved an diesem heutigen Tage. Gib ihm zurück jetzt, gib ihm. Mo. Wie bei echten Elfmetern ist es eine Glückssache, Freunde. Nur hier geht es darum, ob man den Ball hält oder ob man stirbt. Ja? Ja? Was ist denn, Mann? Nope. Absolutely incredible. Oh!
Nee, hast gehalten. Letzter Schuss in dieser Challenge, Freunde. Das ist jetzt ein persönliches Duell gegen den Holzi. Let's go. Mein Bre. Wow. Zweite Challenge, meine liebe Freunde. Mo, kommst du mal ran hier? Hier. Das ist der Ball jetzt für dich. Machen wir Volleys und gucken wir mal, jetzt, wie er länger hochhält, ja? Eins, zwei. Ihr seht, bei mir ist auf jeden Fall Wasser drin, ja? Ja, danke schon. Aus Fairness, wenn es zu den Volleys geht, schießt Mo halt mal wieder mit einem normalen Ball und wir mit dem mit Wasser befüllten. Findest du gut? Daumen hoch. Daumen hoch für diese Videogame, Freunde, wenn ihr Ehre habt. Hier ist wirklich Wasser drin. Okay, Mo ist im Mo Tor. Hat Angst, hat jetzt schon Angst. Wir müssen doch Angst haben. Wir treten mit unserem Fuß dagegen, Digga. Was denkst du? Der kommt doch nicht mal im Tor an. Oh, what a save! War schlimm, oder? War schlimm, Mo? Hasse. Man darf, hat auch nicht so weh getan, wenn man den nicht richtig trifft, ne? Das ist auch das Gute. Bisschen ohne Schmerzen und dann machen wir gleich Schmerzen für den Mo. Ja, also Skills aktiviert. Metallfuß! Du wen? Da auch, Junge. Lass mich auch operieren und mir 6 Schrauben in meinen Fuß ballern, wenn ich dann so schieß. Junge, ich mach das direkt mit beiden Füßen. Junge, ich hab so Angst, Digga, okay. Oh. Ich will auf Pussy-Style mit Innenriss. Das tut trotzdem weh. Versuch mal auf Kopf. Junge, er war so. What are you doing? Das tut so viel, Junge. Das tut so viel, Alter. Der Arm bricht halt einfach fast weg. Hier muss auch noch ein bisschen verschraubt werden. Also, falls ihr besser werden wollt, eine Metallplatte, 6 Schrauben, Choc Giselle. Was passiert hier, Leute? Also eigentlich wollten wir Mo umbringen, nicht uns selber, ne? Oh, das ist bitter. Den letzten mache ich so wie eben mit Spidey, wisst ihr? Erst vor die Nase und dann rein. Jetzt haben wir all in. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass der auf einmal so gut ist wieder. Was heißt wieder? Der war nie gut. Warum kann der Fußball spielen, Mann? Ist jetzt eh letzter Schuss für heute, deswegen. Papa. Oh, Junge! Ja! Starkes Ding. Ah, was tut weh! Dem Schuss beendet Mo jetzt dieses Video.